Willkommen zurück zu den Kleinbahnen in der Altmark. Wir haben beim letzten Mal ja schon die Kapitel 1 bis 3, wobei 1 und 2 sehr kurz waren, uns angeschaut. Und wenn wir noch mal kurz in die Inhaltsangabe reinschauen, sehen wir hier linke Hand Kapitel 1, 2, 3. Ja, bei 3 war der Fokus auf den sogenannten Provinzial-Kleinbahnen. Das heißt, der Autor hat sich viel Mühe gegeben, die ganzen kleinen, ja, es sind nicht alles AGs, es ist auch eine GmbH dabei, aber die alle vorzustellen, von der Altmärkischen Eisenbahn AG bis hin zu der Kleinbahn AG Gardelegen, Neuhaldensleben, Weferlingen, die dann natürlich aus der Altmark rausführte. Heute geht es weiter. Und auch da sieht man wieder, Kapitel 4 wird ganz kurz. Dafür haben wir dann so ein paar Worte mehr zu den privaten Kleinbahnen. Ein Resümee und dann für mich das Highlight des heutigen Blätterns, die Bahnanlagen. Also lasst uns mal loslegen, Seite 38. Hier haben wir, wie versprochen, die Sächsische Eisenbahnbedarfs- und Maschinenfabrik Sachsenwerk GmbH Stendal. Und die, wie gesagt, nur ganz kurz, und der Autor weist nochmal am Anfang darauf hin, jede Eisenbahn benötigt für die Erhaltung und Unterhaltung ihres Fahrzeugparks speziell eingerichtete Werkstätten. Und die wurde halt zeitnah damals in Stendal aufgebaut. Schon 1914 wurde da die erste Anlage, den Titel habe ich ja gerade genannt, im Prinzip gegründet, geplant. Und ich glaube, die haben auch noch im gleichen Jahr angefangen zu bauen. Rechter Hand seht ihr entsprechend zum Beispiel auch wieder so ein wunderbares Bild mitten aus dem Leben. Das heißt, hier wird eine Lokomotivaufarbeitung gezeigt. Und zwar ist das ein Bild von etwa 1930. Da es hier aber um die Bahnen im Allgemeinen in der Altmark gehen soll, ist gar nicht so ein großer Fokus drauf. Vielleicht nur der kleine Hinweis an der Stelle noch, warum ist dieses Bahnwerk so wichtig gewesen, auch zu der Zeit, als der Autor das hier geschrieben hat. Naja, dieses Bahnwerk war zwar der Ursprung, aber das ging später über in das RAW Stendal. Und das war dann wirklich nicht nur für die Stadt und die Region wahnsinnig wichtig, sondern natürlich halt fürs ganze Land. Und ist, ich glaube, ganz gut bekannt gewesen, zumindest wenn ich was vom RAW Stendal erzähle. Und darüber, dass mein Kinderzimmer einen Blick aufs RAW hatte. Ja, die Älteren, die aus der DDR stammen, haben oft dann so einen Oh-Blick. Aber beiseite geschoben die Vergangenheit, rechter Hand die privaten Kleinbahnen. Wir sind natürlich auch immer noch in der Vergangenheit, da kommen wir nicht drum rum. Aber der Wolfgang List hat sich hier viel Mühe gegeben, auch die kurz vorzustellen. Beginnen tut das Ganze mit der Stendal-Tangermünder Eisenbahngesellschaft. Und ich hatte ganz am Anfang schon angedeutet, vorne, als wir an diesen Übersichten waren, Stendal als zentraler Knotenpunkt in der Altmark. Und dann gibt es diesen kleinen Ort an der Elbe, Tangermünde. Und ja, der lohnt sich auch heute noch zu besuchen. Da gibt es eine niedliche kleine Eisenbahnverbindung, die existiert auch heute noch. Im Prinzip heute genutzt rein für Personenverkehr, aber ihr seht, die ist offensichtlich so wichtig, dass man sie auf Platz 1 hier gesetzt hat. Und wenn man dann mal so reinschielt, auf Initiative des Magistrats der Stadt Tangermünde wurde am 5. November 1884 die Stendal-Tangermünder Eisenbahngesellschaft gegründet. Das heißt, auch hier wieder haben wir etwas, was weit über 100 Jahre alt ist. Und die Initiative, ihr seht, ging damals von Tangermünde aus.
Und das kann man natürlich auch verstehen. Die kleinen Orte wollten angeschlossen werden. Sie wollten die Möglichkeit haben, ihre Güter und natürlich auch, die haben auch den Personenverkehr gesehen, aber insbesondere halt ihre Güter in alle Welt zu transportieren, zu exportieren und natürlich auch die Chance zu haben, Güter in den Ort reinzuholen. Entsprechende Beschreibungen und Bilder haben wir dann natürlich auf den Folgeseiten. Hier geht es aber relativ zügig über, nämlich wir haben als nächstes gleich die Kleinbahn AG Tangermünder-Lüderitz. Und ja, die Strecke gibt es natürlich heute nicht mehr. Es gibt da in der Gegend wirklich nur die Strecke Stendal-Tangermünde und nördlich von Tangermünde gibt es dann die Hauptverbindung zwischen Hannover, Stendal, Berlin. Die überquert da bei Tangermünde die Elbe, aber nach Lüderitz geht es heute nicht mehr. Allerdings gingen die Initiativen für diese Kleinbahnen nicht immer von den Orten aus. Ein Beispiel dafür sehen wir hier auf der rechten Seite, die Kleinbahn MBH Goldbeck-Werben an der Elbe. Und da ging die Initiative auch etwa 80er Jahre, 19. Jahrhundert, vom Rittergutsbesitzer Freise aus. Ja, der wollte halt im Prinzip, nachdem er das Gut gekauft hatte, angeschlossen werden mit seinen Ländereien. Sprich, er wollte schlicht und einfach seine Zuckerrüben möglichst billig transportieren können. Damit sind wir aber schon durch und wie versprochen, der Hauptfokus für heute liegt dann in den nächsten Minuten auf den Bahnanlagen. Und ja, eigentlich kann man es hier schon entdecken. Es ist wieder eine schöne Mischung Text, Bilder, Skizzen und beginnt neben einer allgemeinen Beschreibung sehr schön mit den regelspurigen Bahnanlagen. Dazu hat sich der Autor die Mühe gemacht, die Bahnhöfe und Haltepunkte, Haltestellen einfach mal hier mehr oder weniger schemenhaft darzustellen, dass man ganz gut weiß, wo lagen welche Gleise, wo gab es Abzweigungen etc. Und das nicht nur für die größeren Bahnhöfe wie Stendal, sondern ihr seht es hier eigentlich schon, er fängt mit den kleinen an. Haltestelle Binfelde ganz oben und zwar im Zustand von 1965. Das heißt, hier wurden keine älteren Bilder verwendet, keine älteren Schemen, sondern die aktuellen oder damals aktuellen. Was haben wir noch? Na, zum Beispiel die Haltestelle hier in Arneburg-West. Und während wir linke Hand nur Haltepunkte haben, kommen dann rechts endlich die Bahnhöfe und wir fangen mit Zwischenbahnhöfen an. Da hat er zwei Beispiele genommen. Und zwar den Bahnhof, Flessau und den Bahnhof in Döhre. Geht dann aber über Kreuzungsbahnhöfe. Und ich finde, ach, da wird es doch eigentlich erst richtig interessant. Wenn man sich beispielsweise, ach ja, linker Hand, das mittlere Beispiel anschaut, den Bahnhof in Peulingen und da sind dann schön die ganzen Gleise angedeutet, was kam bzw. kommt von wo, wo habe ich parallele Gleise etc. Dann, und das ist so etwas, was ich so ein bisschen eine Faszination habe, sind diese Endbahnhöfe. Da haben wir hier links unten den Bahnhof Werben. Das Werben an der Elbe ist gemeint. Und ja, das ist irgendwie faszinierend, auf welche Weise man quasi Bahnstrecken beendet hat. Das gilt dann natürlich nicht nur für die größeren Strecken oder die
fahrintensiveren Strecken, sondern zum Beispiel rechts oben für den Bahnhof Arneburg ganz genauso, was ja eine wahnsinnig kleine Nebenstrecke eigentlich gewesen ist. Aber ihr seht auch da, naja, aufgrund einfach der ganzen Anschlüsse war doch sehr viel letztendlich los. Bis hier waren es jetzt aber nur in Anführungsstrichen die Bahnhöfe der ganzen Kleinbahnen. Dann haben wir natürlich auch, es ist hier als Gemeinschaftsbahnhöfe bezeichnet, das heißt Bahnhöfe, die sowohl von den Kleinbahnen als auch von der Staatsbahn angefahren worden sind. Und da seht ihr schon, oh ja, jetzt wird es groß rechts unten. Beetzendorf. Oh je, wer heute nach Beetzendorf kommt, findet ein niedliches, kleines, verschlafenes Nest vor sich. Ist nicht böse gemeint, ich mag Beetzendorf, aber es ist wirklich ein kleiner Ort. Und wenn man hier auf diesen Gleisplan guckt, könnte man meinen, boah, habt ihr da in der Altmark. Das muss ja, also ich habe zwar nie von Beetzendorf gehört, sagt der ein oder andere von euch höchstwahrscheinlich, aber das muss ja ein Riesenort sein mit so vielen Gleisen und Riesenbahnhof. Nein. Aber es war mal ein richtig wichtiger Bahnhof tatsächlich. Gleiches, und das seht ihr hier auf dieser Doppelseite, trifft auf viele andere Bahnhöfe in der Altmark einfach zu. Und insbesondere, wenn ihr nach rechts oben mal schielt, Bahnhof Stendal Vorbahnhof, ja, den gibt es heute noch, aber nun ja, nicht so ganz mehr so. Ihr seht unglaublich viele Anschlüsse, zum Beispiel ein Anschluss zur Zuckerfabrik, und zwar nicht einen, sondern in großem Stil. Und ja, rechte Hand Richtung Stendal Hauptbahnhof, linke Hand dann nach Tangermünde. Ja, so groß ist der heute bei weitem nicht mehr. Das ist heute nur noch ein kleiner Haltepunkt. Aber gerade wer noch Ideen sucht und eine größere Anlage plant, rechts unten, finde ich total genial. Nennt sich oder wird hier kombinierter Gemeinschaftsbahnhof genannt. Und wenn man dann näher ranschaut, sieht man einfach, das ist so eine komplexe Sache. Also wer einen großen Rangierbahnhof plant oder eine große Rangieranlage, da ist das ohne Zweifel ein guter Ideengeber. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr seht hier vielleicht waagerecht, hier rechter Hand steht Celle dran. Es handelt sich um den Bahnhof in Wittingen. Und man kann dann gucken, über Celle rechter Hand steht dann Beetzendorf und Übisfelde dran. Wir haben hier im Prinzip linke Hand verschiedene Lagerschuppen. Wir haben hier verschiedenste Gleise. Hier geht es dann zur Staatsbahn. Hier haben wir Übergangsgleise nochmal. Da war so richtig eine großartige Planung offensichtlich am Werk, um da einen Riesenbahnhof eigentlich hinzusetzen. Jetzt muss ich gestehen, Wittingen sagt mir zwar vom Namen her was, aber ich bin selbst zum Beispiel auch noch nie da gewesen. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie viel da heute noch zu entdecken ist. Also wer es weiß, lasst es mich mal unten in den Kommentaren wissen. Sonst muss ich da auch noch mal vorbeischauen, was es da eigentlich noch heute alles gibt. Und ihr seht, es geht hier weiter linker Hand die Bahnhöfe in Bismarck und in Gardelegen, rechter Hand Stendal Ost und Kalbe Milde. Das waren alles mal riesige Bahnhofsanlagen, häufig halt auch wirklich mit verschiedensten Anschlüssen. Wenn ich da rechts oben hinschiele, Stendal Ost, wie viele Anschlüsse hat er eigentlich? Anschluss Kohlehandel entdecke ich da. Da ist ein Anschluss. Anschluss Lagerplatz. Anschluss was? Koksfabrik?
Da nochmal ein Anschluss, da ein Anschluss. Ach so, ja, natürlich die Anschlüsse für Sachsenwerk. Also ihr seht, das war eigentlich riesig. Dann, wenn wir nach rechts unten schielen, sehen wir, oh, wartet mal, Bahnanlagen der Schmalspurbahn. Ja, worauf ich noch gar nicht eingegangen bin, natürlich ist nicht alles Regelspur gewesen in der Altmark. Leider waren das die einzigen Pläne hier linke Hand, die Herr List finden konnte. Die anderen Bahnhofspläne von den restlichen Schmalspurbahnen sind offensichtlich irgendwo verloren gegangen im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und na, Jahrhunderte ist jetzt übertrieben, aber auch zum damaligen Zeitpunkt waren ja viele der ganzen Gleisanlagen schon fast 100 Jahre alt. Also man kann es fast sagen. Und deswegen bin ich froh, dass es diese Bücher noch gibt, dass halt noch Infos einfach festgehalten sind. Und ihr seht dann hier linker Hand entsprechend die Gleispläne von der Kleinbahn Salzwedel-Winterfeld. 4 Bahnhöfe sind entsprechend erhalten. Ganz oben Salzwedel, das Alt-Perver-Tor, wie es um 1900 war. Dann darunter Mahlsdorf, dann Büssen und wenn wir hier runtergehen, der Bahnhof Winterfeld selbst. Ja, ihr wisst, wer mich schon länger verfolgt, zumindest, dass ich so eine Faszination für Gleispläne in Bahnhöfen habe. Ich mag halt Bahnhöfe. Ich finde, offene Strecken sind oft schnell langweilig, aber so gerade Bahnhöfe, auch Haltepunkte etc. haben was Faszinierendes, weil da ist immer was los. Und das finde ich super schön, dass dieser Teil der Bahnanlagen hier so ausführlich dargestellt ist. Wer also noch Ideen braucht, wird hier definitiv fündig. Ja, was soll ich sagen? Ich finde es großartig, wie der Autor das hier alles zusammengetragen und zusammengefasst hat. Das war's aber für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich hoffe, der ein oder andere von euch, der vielleicht noch eine Idee gebraucht hat, kann hier fündig werden. Und wir sehen und hören uns dann hoffentlich zum nächsten Abschnitt bald wieder. Tschüss!